Auch schon in der Ausbildung sind die Gehälter sehr hoch gestiegen. Man fängt an bei Euro. Ramona ist ja eigentlich auch Model. Ich hasse euch so sehr. Moin zusammen, mein Name ist René und wir sind heute in Schwelmried unterwegs. Und dort besuchen wir Weißenberger Bedachung. Und ich gucke mir heute an, was eigentlich ein Dachdecker, ein Zimmerer und ein Spengler so macht. Und damit das hier nicht ein ganz normales Video wird, habe ich mir eine wunderschöne Co-Moderation besorgt, nämlich die Ramona. Hi. Und wir gehen jetzt erstmal rein und gucken, wo es längs geht. Der Chef ist hier nicht nur Chef, sondern er arbeitet auch mit. Was ihr jetzt nicht wisst, wir sind an einem Samstag hier und das im frommen Bayern. Wir arbeiten alle. Hi, servus. Viel Betrieb hier. Und an, ist was zu tun. Ja gut, ich bin der Chef hier. Zusammen mit meinem Vater. Er hat es 1991 gegründet, das Unternehmen. Dann wuchs natürlich auch die Mitarbeiterzahl rasch nach oben auf 20 bis 25 stand jetzt. Und 2009 bin ich dann dazugekommen als Zimmerermeister und habe dann die Holzbauabteilung mit aufgemacht. Wir machen eine Werkstatt-Challenge. Verschiedene Aufgaben. Etwas, was halt den Zimmermann, den Dachdecker oder halt den Spengler ausmacht. Diese Hose ist mir jetzt bei Nummern zu eng. Minimum. Wir machen den Stufentest. Ich kriege das so hoch und das zwickt hinten links. Also wir beginnen jetzt mit Bleche biegen. Der Hubert wird uns das jetzt einmal vorführen. Servus. Hi. Was? Ich habe nur gesagt, ihr kommt heute wegen dem Film drehen. Ja. Wegen Challenge vorbereitet. Ich habe keine Ahnung, was er redet. Ich verstehe ihn auch nicht. Ja. Gaspedal, ne? Und wofür brauche ich die Dinger? Mauerabdeckungen, Attikas. Das ist aber jetzt speziell für die Spengler, ne? Und das Ding wird langsamer, weil du in der Laserschranke drin bist? Ja, wenn du ziehst, schön, einwandfrei, Mauerabdeckung. Ja. Bumm, fertig. Zack, bumm, fertig, kriegen wir auch hin. Ladies first. Mit Gefühl, Ramona, ein bisschen mehr Gefühl. Ja. Gefühle sind heute aus. Hubert, und da stelle ich quasi ein, welches Programm das ist. Ja. Fängst du alles ein, ich zeig dir nochmal, wie du vorzugehen hast. Habe fertig. Genau, eine Maschine ist gar nicht so verkehrt, ne? Wie schwer kann das sein? Kann ich das jetzt nochmal sehen? Also. War Fensterbar. Vielleicht ist das. Vielleicht 90 Grad Winkel. 1-0. Lass uns noch mal über den Wetteinsatz reden. Warte, weil ich habe mich hier auf was eingelassen. Ich glaube, ja, okay, erzähl mal. Was ist denn der Wetteinsatz? Wir haben Streetwear natürlich von uns. Einmal die T-Shirts und auch Hoodies. Wir haben jetzt halt neues auch Boxershorts. Ich wollte gerade sagen, ich kriege bestimmt keinen Hoodie. Boxershorts mit unserem Aufdruck. Wo denn? Ist das hinten oder vorne? Das ist hinten, ne? Ja. Okay. Warte mal, was machst du, wenn nur so? Wir überlegen uns dann noch mal einen Wetteinsatz. Nein, 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 und du darfst dir diesen Wetteinsatz überlegen. Okay. Ich darf mir den Wetteinsatz überlegen. Das ist wahrscheinlich accepted. 1-0 für Sie. Vielleicht noch mal kurz. Die packst du dann jetzt quasi auf so ein Mauerstück. Und das wäre jetzt aber der Bereich des Spenglers, richtig? Genau. Der umfasst die ganzen Blecharbeiten. Von der Dachrinne über die Mauerabdeckung, über die Anschlussbleche, komplette Gauch- oder Dachverkleidungen. Was machen wir denn als nächstes? Nagel. Ich hab Bock, mal eine Runde wegzunageln. Es wird halt manchmal in den Medien wegen schlecht dargestelltes Handwerk, zu anstrengend, schlechtes Wetter, schlechte Bezahlung. Aber das ist ja gar nicht wahr. Na, man muss einfach mal den Tatsachen auch ins Auge schauen, wie es wirklich ist. Dann auch, ob man natürlich auch handwerklich geschickt ist und ob mir das Spaß macht. Und dann muss man sich die Berufe einfach vielleicht mal anschauen. Und dann stellt man mit Sicherheit nach kurzer Zeit fest, oh ja, das ist was für mich oder es ist halt nichts für mich. Diese Schrauben mit Gewinde einfach reinschlagen? Das sind Nägel. Sind das wirklich Nägel? Sind nicht. Alter Schwede. Wo kommen die zum Einsatz? Das ist der klassische Sparrennagel. Der hält den Dachspann, das schräge Holz am Dach, ja, auf der Fette in seiner Position. Die kenne ich aus diesen ganzen Zombie-Filmen. Wer den Nagel reinkriegt oder wie viele Schläge? Wer den Nagel als erstes reinbekommt. Als erstes in Form von wie viele Schläge man braucht, ja? Okay. Siehst du? Guck mal, ich komm einfach aus Nord. Du bist dran, ja, okay. Ich habe fast getroffen. Nageln kannst du echt. Gut, dass du den Spruch gemacht hast. Und ich, guck mal. Du bist. Da ist du schon. Es liegt an der engen Hose. Ich schwöre dir immer auf die kleinen Dicken, weißt du so? Du darfst hauen, wie du möchtest. Hast eh schon verloren. Ja, aber sieht doch gut aus. Okay, 2-0. Ich fand dich so sympathisch. Voraussetzung ist eigentlich nur, dass du Bock auf den Job hast, ja, und dass du es mit Leidenschaft machst. Ob du von der Haupt- oder von der Mittelschule, von der Realschule auch mit Abitur kommst, ist ja nicht völlig egal. Als Quereinsteiger kann man natürlich rein, wie gesagt, man muss Bock auf die Sache haben, weil es ist ganz wichtig, dass man als Team agiert, weil nur als Team kann man die Tagesziele auch erreichen bzw. die ganzen Bauwerke erstellen, weil als einzelne Person ist man einfach ja, limitiert. Linke Hand zum Führen und zum Führen des Schutzes. Dann sind auch keine Finger mehr frei, um abgeschnitten zu werden. Sicherheit ist schon da. Wir setzen die auf. Mhm.
ziehen den Schutz nach vorne, ab jetzt wird es gefährlich. Schalten die Säge dann ein. Bei dem Strich musst du ansetzen. Die Hand da vorne. So. Ja, wenn der Kameramann sich hinter der Kamera totlacht, ist das immer nie ein gutes Zeichen. Ihr verarscht mich doch. Was habe ich falsch gemacht? Leicht schräg am Ende, dann hat sie dann. Ja? Der Schnitt ist echt nicht schlecht gewesen, eigentlich bis zum Schluss. Schnittgeschwindigkeit zu langsam, aber Qualität ist gut. Also wie der Norddeutsche sagt, das ist nicht ganz scheiße, kann man nicht sagen. Okay, 1-1? Also 3-1, ja? Wir sind ja noch mitten in der Challenge, aber welche Größe hat die Boxershorts? Ich frage für einen Freund. Was machen wir als nächstes? Nageln. Aber mit Druckluftgerät. Ist das Ding von Kevin allein zu Hause? Auch schon in der Ausbildung sind die Gehälter sehr hoch gestiegen. Fängt an bei 1400 Euro. Warte, was? 1400 Euro, ja. In der Ausbildung. Als Facharbeiter natürlich dann 2700 Euro netto. Soll nicht die große Herausforderung sein. Und wenn man dann noch sich weiterqualifiziert als Meister in der Führungsrolle, bis zu 3500 Euro netto. Bei mir sind alle Mitarbeiter, wenn die noch mal ein paar Überstunden drauf haben, haben die locker 283 netto im Monat. Ne? Julian, vergiss den Scheiß mit den Videos, wir machen das hier. Nagelgerät, Einzelschussauslösung, Magazin ist fast voll. Woran sehe ich das? Da unten schauen ein paar Nägel drauf. Ah ja, okay. Aufsetzen, drücken. Aufsetzen, drücken. Der Profi macht dann so. Das ist jetzt aber Zimmerer, oder? Die Dinger gibt es bei so einem RMG an der Kette, ja? Du darfst anfangen. Ich darf anfangen. Grad. Du warst gerade. Okay. Wo muss ich denn längs? Längste Linie hier, ja? Das ist egal, welche. Ja, ich hab mal mit dem hier. Lass mal zwei oder eine? Abstand sehr eng. So sieht es aus, wenn du aus Versehen doppelt abdrückst. Ich finde ja, du hast stark angefangen, aber zum Schluss irgendwie so ein bisschen. Ja, das war leider. Es wirkt professioneller. Nochmal? Okay, pass auf, die Challenge geht an dich, aber ich will nochmal. Weil dafür macht es einfach zu viel Spaß. Ja, mach mal die Hand. Wir gehen unten durch. Hupsi. Ich wünsche mir eigentlich nur, damit sie hinter der Sache stehen, damit sie positiv die Sache auch angehen, dass sie einfach versuchen, die bestmöglichste Leistung zu bringen, weil unser Anspruch ist, fachlich sehr hochwertige Arbeit zu leisten. Vom Grund auf soll es genau fachlich richtig sein. Und natürlich wollen wir dann auch auf ökologische Aspekte achten, dass wir dann auch die richtigen Werkstoffe einsetzen, um einfach auch die CO2-Emissionen so gering wie möglich zu halten. Wir schauen jetzt einmal, dass wir die Ziegel zuschocken. Schocken wie Schock oder? Ja, wir schmeißen sie uns auf gut Deutsch hin und her. Ich bin 10 Bierkisten finanziell hinten. Wie soll ich mir denn jetzt noch die Ziegel leisten, die ich gleich auf den Boden verteilen werde? Also die Wurftechnik ist eigentlich immer der Gedanke der, dass man so wirft, dass der Verarbeiter sie direkt verlegen kann. Also das heißt, man muss mitdenken, wie rum. Umso länger die Kette wird. Oh krass. Das heißt, da stehen 5 Leute und alle müssen denken, wo jetzt ja, letzten Endes. In der Regel so soll es sein. Dann soll er oder sie im besten Fall fangen und direkt verlegen können. Der ist Biberschwanzziegel. Entschuldige, das war mein innerer Sechsjähriger, der rausgekommen ist. Erzähl weiter, ja? Biberschwanz. Mhm. Also ein klassischer Ziegel, der im Fränkischen sehr oft verdeckt wird. Sehr hohe Regensicherheit, sehr hohe Dauerhaftigkeit, weil er meistens mit 3 Lagen überdeckt. Okay. Das heißt, er wird sehr eng gedeckt. Relativ hoher Materialverbrauch, aber optisch natürlich schon Highlight. Müsst ihr in die Augen gucken oder auf die Hände? Am besten dahin, wo ich hinwerfe. Wo wirfst du denn hin? Okay, das heißt, ich pack's hier? Jetzt sehen wir ein bisschen über der Mitte, ja, dass er unten hängt von sich aus. Dann das ja, okay, und dass das nicht passiert, dass er sich dreht, ja? Macht ihr mehr als 1? 4 in der Regel. Wo sind 2, was wir vorhin hatten, der Tonnachtziegel 2 und hier sind in der Regel 4. Aber ich denke, 2 sind ja auch ausreichend. Also wir machen 5-mal. 1. 2. Das war schon ein Minuspunkt für dich. Aber was werfe ich falsch? Also ich versuche möglichst gerade zu werfen. Eine Hand hat jetzt mehr Energie, deswegen hat er Drehen angefangen. Jetzt hilf mir mal, ihr werft euch 20.000 von diesen Ziegeln, also durch 4 dann. Aber kommt auf die Anzahl der Mitarbeiter, ja? Du hast jeden Ziegel in der Hand. Dann hast du erstmal feierlich gewonnen. An mir ist offensichtlich
kein Dachdecker verloren gegangen. Der spannende Part ist, Ramonas Mann, der da hinten steht, ist zufällig Fotograf und zufällig brauchen sie noch Fotos für ihre neue Merchline. Und zufällig handelt es sich dabei um, was war das, Boxershort? Mit dem Spruch, du hast Tür. Ich freue mich sehr, dich in dieser Boxershort zu sehen. Alles gut, kommen Sie nach Bayern, haben Sie gesagt. Richtig viel Spaß, haben Sie gesagt. Ich habe so Glück, dass heute gutes Wetter ist. Stell dir vor, es wäre richtig kalt. Flo? French Park oder? Bei der Klassiker, ich habe mein Handy verloren. Ja, hier, um. Zur Taube. Ich hoffe, dass jemand rauskommt. Ich hasse euch so sehr. Warte, wir können auch hier den 60 Classic machen. Oh, warte. Ich hasse den ein bisschen. Die Firmenkleidung ist gut. Eine tolle Qualität, das kann ich zumindest schon mal sagen. Und es wird auch von der Firma gestellt. Das ist das A und O. Und der Job ist auch mega geil. Ich würde hier anfangen. Jetzt müssen wir damit noch durch den ganzen Ort laufen. Natürlich, Wettschulden sind Ehrenschulden. Schulden sind Ehrenschulden. Aber ich will ja nicht so sein, ne? Das hast du wirklich gut gemacht. Ich bin super zufrieden mit dir. Fürs Protokoll, ich hatte nie eine Chance. Aber wenn ihr jetzt selber Bock habt, hier anzufangen, weil offensichtlich ist der Laden cool. Der versteht Spaß, die Arbeit ist cool, die Leute sind auch ganz offensichtlich sehr, sehr cool. Ah, nein! Ich dachte, du filmst das nicht. Egal ob Frau oder Mann, wenn ihr Bock habt, auf Dachdecker, Zimmerer und Spengler. Dann einfach direkt bei Ramona oder bei Manuel melden. Alle Infos und die Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. In diesem Sinne, Ramona, es war mir ein Fest. Und ich gehe mich jetzt umziehen. Er hat das ganz gut gemacht. Ich bin zufrieden mit dir. Ich glaube hier kein Wort. Wir hatten der Probearbeiter Kessel, aber wieder gar nichts davon gewusst hat. Das war der René. Naja, handwerklich hat er sich schon angestrengt, aber es hackt noch an allen Enden und Enden. Das nächste Mal gibt es eine mir mal unter die Duftel, dann gucken wir mal, was er drauf hat. Er ist halt ein Theoretiker. Oh je, ich glaube, das wird nichts. Wenn er beim Huber dabei ist, geht er unter. Oder er wird gefressen. Tut er mir jetzt schon leid. Ja. Wirklich ein schwerer Kampf, da mal jemanden zu finden, wo was drauf hat.